Mensch, wir bräuchten mal viel größere Felder. Ich kann doch hier nicht jedes Mal alle 5 Minuten ernten. Ich glaube, ich werde da hinten den Platz für Felder nutzen noch. Das machen wir jetzt so. Hä? Nein. Ich habe hier gerade das Zeug reingegossen und jetzt ist das nicht vorhanden. Ah, hier unten. Hä, wieso sind jetzt hier Items drin? Vorhin war hier nichts. Hier ist ja genau das drin, was ich brauche. Also ich habe mir das schon mal alles geschmolzen, weil ich das schon mal machen wollte. Aber es wurde mir komischerweise nicht in der Kiste angezeigt. Was ist denn das für ein Bug? Ist schon irgendwie hart belastend gerade, oder nicht? Naja, ich meine, das erspart mir Arbeit, weil ich gerade noch kurz davor war, das alles nochmal zu machen. Deswegen hatte ich nochmal Glück. Aber trotzdem wundert es mich, dass das hier so weird war. Oh, Digga, ich hab voll den Krampf bekommen. Ey, in Oh, letzter das kenne Zeit, ich. Digga. In letzter Zeit, ich bekomme das ständig. Ich merke, dass ich wieder krass wachse, weißt du, was ich meine? Ich habe immer so eine Wachsphase. Ach Da so. wachse auch, ey, bei mir. Entweder für 2, 3 Monate wachse ich gar nicht, Ja. oder in 1, 2 Monaten wachse ich wirklich 6, 7 Zentimeter. Das ist kein Spaß. Oh ja, immer so Schübe, gell? Ich muss mich echt mal messen, weil das letzte Mal war ich 1,87 und ich habe seitdem die ganze Krämpfe bekommen. Ich bin nicht bald die 1,90 erreicht habe. Oh shit, schon wieder größer als ich geworden. Wie groß bist du? Ja, 1,88. Oha, dann bist du Stand meiner Information jetzt noch 1 Zentimeter größer als ich. Ja, no. Aber safe bist du ja schon wieder größer. Gut, mit Haaren bin ich noch größer, ne? Aber früher war es schlimm, wenn man klein war und halt man immer Krämpfe bekommen hat, es mal wehgetan, wenn man gewachsen ist. Ah ja, weil das da noch viel im Verhältnis mehr war, gell? Ja. Zum bisherigen Körpergröße. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Knochen wachsen, Digga. Ja, ne, das ist eh krass. So, alle Das Zellen sind. des Körpers erneuern sich ja dauerhaft, ne? Ja, also das ist krank. Na, deswegen, du bist nicht mehr derselbe Mensch wie vor 2 Jahren oder so. Meine Frage, was machst du hier gerade eigentlich, wenn du mal ein scheiß Haus arbeitest? Ich will hier alles auf eine Ebene bringen, damit ich hier ein Feld hinklatschen kann, damit wir endlich mal Essen haben. Aber warum machst du das Feld nicht einfach hier hin und machst hier Platz dafür, dass wir jetzt vielleicht am besten kleinen Shopping-Dings aufbauen können, kleinen Shopping-Markt? Naja, kann Und ich auch mal machen. zu Aber ich kaufen. brauche erstmal eine gerade Fläche auf jeden Fall. Ja, vielleicht kannst du ja hier hinten ausbauen. Na, ich werde jetzt ja erstmal nur diese ganze Fläche machen. Danach gucken wir mal, wie wir den Sag Rest mal, war nutzen. Impact auf Infinity? Ja, warum? Weil da steht ja in keiner Liste. Wann war das denn bitte? Das war, glaube, vor einem Monat oder so. Ich weiß gar nicht wann. Irgendwann hatte ich ihn mal draufgelassen. Ich glaube, da habe ich gestreamt. Ja, das war 2 Stunden hatte ich da gestreamt. Im November, ja, das ist doch schon länger als einen Monat her. Ich habe nämlich gestern das erste Mal seit 3 Monaten wieder Infinity gestreamt. Schon krank. Ich bin aber nicht mehr allzu lange, gell? Wir haben jetzt schon wieder 0:11 Uhr. Ich würde sagen, zu spätestens 20 mach ich mich. Ja, also Tiny Aura machen wir nicht mehr. Hätte ich mir eh Sondern schon. Tiny X3. Tiny Hexe 3, ja, das hatten wir auf jeden Fall vor. Schade, dass es jetzt nichts geworden ist, ne? Oder eigentlich wollten wir ja 5 Folgen Star aufnehmen. Schade, dass wir nicht dazu gekommen Oh, sind. schade, Mann. Jetzt müssen wir das wieder Schade. so weit verschieben. Ja, oder Western, ach fuck. Wollten wir eigentlich die 4. Folge mal Oh. wieder Western aufnehmen? Schade. Was hast du auf einmal gegen Star entwickelt, jetzt mal ehrlich? Naja, das Ding ist so, es fühlt sich immer nervig an, das zu spielen, weil es gibt halt so viele andere Projekte, die irgendwie wichtiger wären oder die, wo ich mehr Bock drauf habe. Wie zum Beispiel Tiny Aura auch oder Infinity Oh, oder. Tiny Mon. Ja, Tiny Mon auch, klar. Tiny CA oder Hexit, jetzt seit neuestem. Was bist du denn eigentlich hier am Schmelzen gerade? Ist hier Blut drin? Ja, hier ist wirklich Blut drin. Na, wie immer, bisschen Blut gehört immer in eine Schmelze. Kann man Blutdings eigentlich machen? Das wäre geil, irgendwie, wenn du das nutzen könntest. Aber das geht safe auch, dass du irgendwas draus ziehst, nur diese normalen Formen kannst du nicht damit gießen. Einfach 150 Milliliter Blut da drin, du kranker Bastard. Na, ich bin nicht Vladislaus oder so, ne? Also keine Sorge. Weißt du eigentlich, dass du der einzigste OG-Member bist, der in Sims noch am Leben ist? Alle Ja. sind gestorben. Ich hab sie alle überlebt. Ich bin wie Miss Sophie. Hast du ja schon mittlerweile die 3. Generation kennengelernt? Die Kinder von den Kindern haben Kinder bekommen. Also die 4. Generation eigentlich. Die dritte. Zum Beispiel der Maurice in-game, Ja. der hat, also Rieze, der Hat der Enkel oder den Urenkel? Enkel. Ach so, na dann die dritte, ja. Aber Streets Frau ist vor kurzem gestorben. Oh, echt? Hat die noch so lange gelebt? Ja, Digga, die war ja Teenager, als sie als Street geheiratet hat. Ach so, Wegen okay. der Mods. Ja, stimmt, da ging das, gell? Ah, krass, dass sie noch Eigentlich so krank. lange durchgehalten hat, ne? Vor allem das Ding ist jetzt sogar noch länger durchgehalten. Ich habe die nur umgebracht, weil die mir auf den Sack ging. Oh,
Die Folge heißt Hitzewelle, weil ich habe die mit heißen Klamotten draußen stehen lassen. Ach so. Ja, nee, weil wirklich, weil der Charakter ging mir irgendwann auf den Sack, weißt du, was ich meine? Weil irgendwann ist er einfach zu voll, habe ich irgendwie Unnötiges, habe ich halt dann Ralf rausgemacht. Und ich so, okay, für was brauche ich noch, wenn die alt ist, weißt Na du? gut, man kann aber Und auch die ausziehen lassen in einer anderen Haushalt. na, das feier ich nicht, dann bin ich denn das, dann ist die Story kaputt. Da finde ich lieber schön, wenn die abgekratzt ist. Okay. Ist das irgendwie so ein Fetisch oder so ähnlich? Ja, ich mag das voll, wenn Leute abkratzen, Digga, wird schon mal ganz wild. Hohoho. Du denkst, ich mach Spaß. Ja, hoffe ich. Nee, ich gehe immer in Leichenschauhaus, weißt Hä? du? Leck da die Leichen ab. Was? Oh Gott, nein. Alter. Der Leichensaft, ne, den er absondert. Boah, Digga, ich wollte gerade sagen, meine Gedanken sind echt ja manchmal echt krank, Digga, aber du bist ja noch schlimmer. Das ist ja gerade echt eklig, was du gerade gesagt hast. Na, es ist doch so. Was soll ich Digga, sagen? du bist selbst so einer, der sich, lässt sich so gerne in den Mund scheißen. Pff, nein. Wie kannst du das jetzt irgendwie da die Assoziation ziehen? Ja. Oh, warte, es leckt. Nö. Und das leckt wirklich. Ah, nee, du leckst. Nee, das Spiel buggt hier. Du bist gestorben. Ach so, chillig. Ich habe eine Dev-Info, was ich immer wollte. Ja, wie er von Rietzel killt, hat mich gerade verloren. Hab ich gerade vermisst. Oh ja, endlich wieder. Warte, warte kurz, das müssen wir nochmal machen. Das ist ja hier nicht so. Das war ja gerade richtig RTL 2, Digga. Wir wollen ja hier richtig den Ach so. richtigen, in Hollywood-Blockbuster. Na, okay. Auf weg zu rennen, du Hund. Ach so, ich dachte, du machst mit Command. Schnell und schmerzlos. Ja, man hat da. Was war das denn gerade? Du bist gerade in einem Hentai gelandet. Was? Wir haben mit da, Digga, was ist denn mit dir? Nee, weißt du, man muss ja auch mal ein bisschen variieren. Man kann ja nicht immer das gleiche Oh, machen. du hast 38 Tore hier. Ja, und? Ich schau wenig. Nein. Vielleicht. Auf Tiny CR habe ich noch weniger. Hier, ey! Ich habe gerade ein Pokémon-Egg eingesnackt. Ich Ja. könnte, dieses Pokémon jetzt großziehen. Okay. Und nicht mit dir, was wir machen. Ich hab das ja schon, damit du mal was mit dem Pokémon machst, das ist ein Ei. Wenn du es irgendwo hin platzierst, es ist, dann kannst du das Pokémon großziehen, dass es direkt dahin, wenn es auf die Welt kommt. Ach so, und muss ich darauf irgendwie aufpassen, wenn ich das hier platziere oder Das was? weiß ich jetzt nicht, guck einfach, was da für Befehle kommen. Setz irgendwo in die Ecke. Und irgendwann kommt es, und ich glaube, wenn es auf die Erde kommt, wenn es geboren wird, kannst du es dann einfach, ich würde es dann direkt dir. Okay, Ja, na ich weiß jetzt nicht. ich schau mal, vielleicht ist das so wie bei den Manticores in Infinity. Ja. Ich weiß nicht, soll ich jetzt hier so. Es fühlt sich immer so nervig an, das zu spielen, weil es gibt halt so viele andere Projekte, die irgendwie wichtiger wären und die mich mehr Bock machen. Wieso bist du jetzt Vielleicht genau an die Stelle gekommen? Das war vor 10 Minuten so mittendrin. du keine Ahnung, mein Lieber. Ach, Marlon ist ganz nicht da. Wo? Hä? Der hat Auf mein Discord? ich sehe jetzt erst, nee, der hat den Chat geschrieben, haha, wieso spielt keiner Internet, der Tank ist sehr arm, ja. Der ist ganz ehrlich im Chat, ich hab's voll übersehen. Lol. Der hat das vor fast einer halben Stunde geschrieben. Oh Mann, scheiße, wie du immer auf den Chat achtest. Ja. Aber ich eigentlich auch als Moderator, ich habe da ja auch Pflichten. Jedenfalls ist es 0:20 Uhr. Ach ja, stimmt. Na gut, dann war's das an der Stelle. Haut da rein, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann, ciao.